Kein Impfzwang, erst recht nicht für die Jüngsten. Und damit wir alle als Gesellschaft möglichst gut aus dieser Pandemie rauskommen, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Impfquote ankurbeln. Herr Amthor, wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen, wir haben Sommer 2021, anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie, und die Bundesregierung will immer noch nicht ausschließen für den Herbst, dass es wieder zu Wechselunterricht kommen könnte. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die Politik? Ja, also ich sehe das mit sehr, sehr großer Sorge. Für uns muss klar sein, dass, und der Befund ist, glaube ich, parteiübergreifend richtig, dass natürlich eine Riesenzäsur war für die Schüler, für die Studenten, die teilweise jetzt ja seit mehreren Semestern noch nie einen Vorlesungssaal von innen gesehen haben. Deswegen haben wir insbesondere für die Schüler auch das Aufholpaket aufgelegt. Und wichtig ist, Schulschließungen müssen die absolute Ultima Ratio sein. Aber Sie haben recht, an vielen Stellen, und der Ball geht eindeutig an die Länder, sind die Bildungsministerien da nicht optimal vorbereitet worden. Da schließe ich das SPD-Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich ein. Das hat durchaus Sorgen gemacht und bewegt die Menschen. Aber der Vorwurf geht natürlich auch an die Bundesregierung, die ja auch nicht unmaßgeblich beteiligt ist. Im MPK-Beschluss, wenn man da mal ganz genau reinguckt, da gibt es von den 10 Punkten zum Thema Pandemie nicht einen konkret zur Schule. Nur eine kleine Fußnote, auf die übrigens Thüringen gedrängt hat. Ist das eine angemessene Prioritätensetzung? Naja, das hat vor allem damit zu tun, und das ist immer das Spannende bei den MPK-Beschlüssen. Spannend, das haben Sie herausgearbeitet, ist das, was nicht drin steht. Das hat auch damit zu tun, weil die Länder natürlich sehr selbstbewusst sagen, wir wollen nicht, dass der Bund uns hier reinredet, und wir wollen auch nicht, dass das auf Ministerpräsidentenkonferenzen einheitlich geregelt wird. Ich glaube aber, für diese Art und Weise des Bildungsföderalismus gibt es nicht sehr, sehr viel Verständnis. Ich bin kein Freund davon, alle Bildungskompetenzen auf die Bundesebene zu heben. Aber Einheitlichkeit und Lösung muss es schon geben. Und das ganze Thema der Schule schafft im Moment sehr, sehr viel Verunsicherung. Und da müssen wir definitiv nacharbeiten. Dieser Vorwurf an die Bundesländer, der trifft natürlich indirekt oder auch direkt die Grünen. Das würde ich gerne mal zu Ihnen mit rübernehmen, Frau Schäfer. Die Grünen regieren ja in 11 Bundesländern mit. Wenn wir mal in ihr Wahlprogramm reinschauen, da steht, das zitieren wir mal, Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie besondere Verzichtsleistungen erbracht. Die Einschränkung von Kontakten trifft sie in ihren Entwicklungen härter als Erwachsene. Können Sie denn als Grüne mit der ganzen Mitregierungsverantwortung garantieren, dass es nicht mehr zu Wechselunterricht kommt, egal was da noch passiert? Also ich glaube, das Wichtige ist, dass die Politik jetzt das Versprechen macht, dass wir die Voraussetzungen schaffen, damit Schulschließungen im Herbst nicht notwendig sind und dass die auch die letzte Maßnahme sind, wie bei Kontaktbeschränkungen dann ergriffen werden. Wir haben es ja gerade gehört, ganz viele Kinder und Jugendlichen haben in einer ganz wichtigen Phase ihres Lebens eben kaum Unterricht gehabt. Da sind auch einfach Perspektiven verloren gegangen, die uns auch wahnsinnig lange noch beschäftigen werden. Und genau deswegen verstehe ich auch nicht, warum sich nicht bei der Ministerpräsidentenkonferenz und von der Bundesregierung darauf geeinigt werden konnte, dass wir zum Beispiel jetzt die Schulen endlich zu sicheren Orten machen, massiv die Luftreinhaltungskonzepte ausbauen, die PCR-Tests ausbauen, um dann dafür zu sorgen, dass einfach die Voraussetzungen da sind, damit Unterricht auch stattfinden kann. Holen wir doch da gleich mal ein bisschen Expertise rein. Herr Maske, Kinderarzt aus Berlin, ist bei uns. Herzlich willkommen. Herr Maske, Sie sagen, die Schulschließungen auch und auch die Verbote von Freizeitaktivitäten, die haben am Ende mehr Schaden angerichtet als das Virus an sich. Genau. Also die Kinder und Jugendlichen sind ja ein Glück durch das Virus kaum belastet. Sie infizieren sich meist gleich häufig ungefähr wie Erwachsene, aber sie erkranken sehr viel seltener. Die sekundären Folgen durch Lockdown etc. sind sehr viel höher. Wir sehen also sehr viele Kinder mit Adipositas, also Fettsucht, mit psychiatrischen Problemen wie Zwangsstörungen, depressiven Störungen etc. Und diese Schäden sind sehr viel deutlicher als die Folgen der Infektion. Und jetzt kommt das Thema Impfen. Impfen für Kinder hinzu, beziehungsweise für Jugendliche. Da mischt sich die Politik ja jetzt durchaus so ein bisschen ein. Wie sehen Sie das? Ja, das Einmischen der Politik in die Medizin ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel. Natürlich hat die Politik ein Interesse, dass das deutsche Volk gesund bleibt sozusagen, aber das jetzt auf die Kinder wieder abzulasten und auf die Jugendlichen, die ja in dieser Pandemie einfach schon sehr viel geleistet haben. Sie haben anderthalb Jahre verzichtet, und zwar für die älteren Generationen, damit diese nicht erkranken oder sogar sterben. Das ist jetzt tatsächlich nicht gut, dass dort Druck ausgeübt wird auf die Kinder und Jugendlichen. Der Druck, der
ist ja vor allem in der letzten Zeit auch ausgeübt worden auf die ständige Impfkommission STIKO. Und da hat Ihre Partei, Herr Amthor, unter anderem auch mitgemacht. Ganz vorne mit dabei Markus Söder aus der Schwesterpartei CSU. Der hält sich ja ganz offensichtlich schon für den besseren Kanzlerkandidaten. Ist er jetzt auch noch der bessere Arzt? Also Markus Söder ist ein hervorragender Ministerpräsident und ein hervorragender CSU-Vorsitzender, aber wir haben mit Armin Laschet auch einen sehr guten Kanzlerkandidaten, das vorweg. Zu der Frage Verhältnis von Medizin und Politik stehen wir wie so oft vor dem Dilemma, dass es unterschiedliche Beurteilungen gibt. Und wir haben auch im Feld sozusagen der Kinderärzte sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven zu der Frage, wie man mit Kinderimpfungen umgeht, wie man insgesamt mit Impfungen von Jugendlichen umgeht. Und deswegen will ich nur sagen, halte ich es für richtig, dass wir da keine klare Festlegung gemacht haben, dass wir die grundsätzliche Direktive haben zu sagen, es ist wünschenswert, wenn wir eine hohe Impfquote haben. Das ist der Weg aus der Pandemie, aber kein Impfzwang, erst recht nicht für die Jüngsten. Aber es gibt ja ein Gremium dafür, das ist ja die STIKO. Ja. Die sollte das ja entscheiden, ist es gut oder ist es schlecht. Finden Sie es richtig, politisch Druck auf diese Leute auszuüben? Also ich habe nicht den Eindruck, dass man da politischen Druck ausgeübt hat. Die sind frei in ihrer Beurteilung und die STIKO hat gesagt, dass man es der individuellen Beurteilung der Kinderärzte überlassen soll. Und das finde ich persönlich auch richtig. Ich würde für mich als Politiker nicht in Anspruch nehmen, der bessere Mediziner zu sein, das besser zu bewerten. Und ich sehe, und das erlebe ich auch aus dem persönlichen Umfeld, in den Gesprächen im Wahlkreis, dass einige für ihre Kinder entscheiden, ja, das soll gemacht werden, andere sind dagegen. Und genau diese Freiheit und diese Expertise auch der Ärzte, die sollten wir einbeziehen. Frau Schäfer, aus Ihrer Partei kam viel Kritik an den MPK-Beschlüssen. Man müsse jetzt mehr Tempo machen beim Impfen. Dann üben Sie doch schon mal regieren. Werden Sie ganz konkret, sollen die 12- bis 17-Jährigen sich impfen lassen, ja oder nein? Also mir geht es auch so, dass ich da auf das Votum der Ärztinnen und Ärzte vertraue. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach ein Angebot machen und die entsprechenden Aufklärungsmöglichkeiten bereitstellen. Und das Angebot wurde aus meiner Sicht noch nicht flächendeckend genug gemacht, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für erwachsene Menschen. Wir haben 30 Millionen ungeimpfte Personen in Deutschland und eine heranrollende Delta-Variante. Und damit wir alle als Gesellschaft möglichst gut aus dieser Pandemie rauskommen, ist es natürlich, und natürlich auch die Schulen offen bleiben können und die Universitäten, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Impfquote ankurbeln. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum wir jetzt die Gelder, die in diese Impfzentren gesteckt worden sind, nicht einfach in mobile Impfangebote investieren. Bei mir im Wahlkreis gibt es zum Beispiel in einem Stadtviertel einen Impfbus, der an einem Ort nur lokalisiert ist, weil das Geld fehlt, zum Beispiel in die Wohngebiete zu fahren. Da verstehe ich nicht, warum können wir nicht das Geld, was wir jetzt eh schon investiert haben, dahin packen, damit der Impfstoff quasi zu den Menschen kommt und nicht wir erwarten, dass die Menschen zum Impfstoff kommen. Eine klare Empfehlung war es jetzt nicht an der Stelle. Wir wollen mal Frau Koch mit reinnehmen und fragen, wie diskutieren Sie das denn mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern? Also auch die Schülerschaft hat natürlich über das Thema oft geredet. Wie ich es als Schülerin mitbekommen habe, in meinem Umfeld ging es nicht insbesondere um die gesundheitlichen Auswirkungen, dass man dann geschützter ist, sondern es ging tatsächlich eher darum, ein Stück weit die Jugend wieder zu ergattern, eher um die Impfprivilegien, wenn man das mal so nennen kann. Also viele machen es natürlich auch für die Familie, aber die wenigsten oder von den wenigsten habe ich mitbekommen, ich habe Angst, dass ich an Corona erkranke, sondern es geht darum, mal wieder auf Reisen zu gehen, sich mit Freunden zu treffen, die Möglichkeit zu haben, wieder soziale Kontakte zu knüpfen und sich dann auch dadurch selbst weiterzuentwickeln. Es ist ja nicht nur etwas Physisches, sondern auch Psychisches, wo Corona sich darauf auswirkt. Man merkt, dass Sie sich viele Gedanken drüber machen. Und wir reden ja heute über die Frage, wie viele Gedanken macht sich eigentlich die Politik über die jüngeren Menschen. Wir haben auf der anderen Seite ja auch noch jemanden sitzen, der noch im Schulalter ist. Da würde ich gerne mal fragen, wie viel Verunsicherung löst das denn in Ihrem Freundeskreis aus, was hier gerade mit Corona diskutiert wird beim Impfen? Naja, also ich vertraue der STIKO auch erstmal so und das ist in meinem Umfeld ähnlich, aber ich stimme da voll zu. Also im Impfen, wir haben uns alle impfen lassen, weil wir die Privilegien haben. Also ich bin viel unterwegs jetzt und möchte nicht jeden Abend oder zweimal am Tag einen Corona-Test machen müssen, um irgendwo reingehen zu können. Dass ich schwer erkranke, davor habe ich nicht so große Angst und da glaube ich, um dem Land gut zu tun, wäre es besser, andere erst zu impfen als mich. Aber ich würde mich da an der STIKO festhalten, auf jeden Fall.
Da gibt es zumindest schon mal Einigkeit. Da gibt es Einigkeit. Dann wollen wir doch noch mal auf die MPK-Beschlüsse gucken, eben mit Blick konkret auf die Jugend, Herr Amthor. Ungeimpfte müssen Tests künftig selbst zahlen. Ab dem 11. Oktober ist das so. Das heißt dann zum Beispiel für eine 18-jährige Ungeimpfte, die ins Fitnessstudio will oder ins Kino, vor jedem Mal muss die sich nicht nur testen lassen, sondern das künftig auch selbst bezahlen. Nun wird viel über eine Impfpflicht durch die Hintertür gesprochen. Ist das nicht mindestens schon eine Impfpflicht durch die Seitentür? Nein, das ist es weder rechtlich noch politisch. Und ich finde es erstmal wichtig. Aber faktisch? Nein, auch faktisch nicht. Ich finde es erstmal wichtig, daran festzuhalten, dass wir generell Getestete und Geimpfte gleichstellen. Das war immer, gerade aus der Perspektive der jungen Generation, glaube ich, eine große Notwendigkeit. Klar kommt jetzt perspektivisch das Kostenthema. Und auch da ist es wichtig aus meiner Sicht, dass es zumindest eine Sozialschutzkomponente gibt. Also es kann jetzt nicht sein, dass diese Frage dann insbesondere die aus sozial schwachen Verhältnissen oder Jüngere besonders hart trifft, sozusagen, dass die Kostenfrage jetzt einen unwiederbringlichen Druck auf die Impfung erzeugt. Das aber für diejenigen, die sich gesundheitlich unbedenklich impfen lassen könnten und es aus Bequemlichkeit oder individuellen Gründen nicht wollen, dass man da dann die Frage stellt, warum die Allgemeinheit diese Tests bezahlen sollte, das finde ich total legitim, denn wir müssen uns noch mal anschauen, im Verhältnis Regel und Ausnahme haben wir jetzt für die Übergangsphase gesagt, ja, die Tests werden bezahlt. Das ist generell aber mit Blick auf die Gesundheitspolitik eher ein Ausnahmefall und deswegen sollten wir zum Regelfall zurückkehren. Okay, dann gucken wir noch mal ganz konkret drauf, Herr Amthor, auf den Bund-Länder-Beschluss. Da steht nämlich auch drin, dass Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel für junge Menschen sehr relevant, Feiern, Bars, Clubs, Bereiche mit einem hohen, besonders hohen Risiko für Mehrfachansteckungen sind. Und dann heißt es wörtlich, dieses Risiko steigt noch mal erheblich, wenn nicht während des gesamten Verlaufs feste Sitzplätze mit entsprechenden Abständen eingenommen werden. Frau Schäfer, Herr Amthor, ich weiß nicht, in welchen Diskos Sie so waren oder vielleicht auch noch sind. Aber ist die Politik da bei diesen Beschlüssen noch nah an der Lebensrealität der jungen Menschen? Nee, ich glaube, das ist ein konkretes Beispiel dafür, dass es das teilweise nicht ist. Und ich glaube, dass es eben gerade bei dieser Frage auch Freizeitangebote wieder ermöglichen, ist einfach das, der entscheidende Punkt, die Impfkapazitäten hochzutun. Und ich glaube, da müssen jetzt alle unsere politischen Kapazitäten reingesteckt werden. Ich finde, da reicht auch die Impfkampagne, die die Bundesregierung gemacht hat, einfach nicht aus. Wir müssen den Impfstoff zu den Menschen bringen. Das habe ich eben schon gesagt. Deswegen, zweiter Punkt, ich glaube, es ist einfach extrem relevant, dass wir dafür sorgen, dass die Bundesregierung und auch die Ministerpräsidenten dafür sorgen, dass wir jetzt nicht Tests nicht mehr bezahlen, genau in einer Zeit, wo die Delta-Variante wahrscheinlich ansteigen wird und wir uns eigentlich sehr freuen würden, wenn wir genau wissen, wo die Infektion startet. Ich glaube, da wird an der falschen Stelle gespart. Aber andere Anreize fürs Impfen finde ich durchaus absolut wichtig. Herr Amthor, Stichwort ja. Lebensnähe. Da haben Sie ja völlig recht mit dem Beispiel. Ich kann das noch toppen. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz von Manuela Schwesig, als sie sagte, Hochzeiten sind wieder erlaubt, aber tanzen dann bitte nicht. Das ist natürlich irgendwas, was mit der Lebensrealität. Ja, aber Sie schmunzeln jetzt drüber. Das ist Realität, ja, die ist aufgeschrieben. Zur Realität gehört, dass wir da auch schauen müssen bei diesen ganzen Beschlüssen, dass sie in gewisser Weise auch praktikabel sind. Weil wir haben doch nichts davon, wenn wir sozusagen Beschlüsse für die Papierschreibtische machen, wo man dann sagt, ja, da wird dann irgendwie formal, gibt es eine Kontaktnachverfolgung und ansonsten wird es nicht gelebt. Das hilft auch nicht und deswegen muss es lebensnah sein, da haben Sie recht. Aber eines stimmt auch und das muss man, glaube ich, dem Ministerpräsidenten schon auch zugestehen. Sie haben natürlich recht, dass eine besondere Infektionsgefahr ausgeht von solchen Veranstaltungen. Deswegen muss man da genau hinschauen. Ich glaube, dem können wir entgehen, indem wir wirklich, so wie Frau Schäfer das gesagt hat, die Impfbereitschaft in unserem Land erhöhen. Das ist das, was das gemeinschaftliche Ziel von Politik im Moment sein muss.